Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terratech. Wir werden heute etwas anderes mal machen. Grundstein und alles drum und dran zu bauen und zu machen ist zwar schön und gut, aber... Oh, ich merke gerade, da stimmt irgendwas nicht. Du gehst mal weg. Ah, jetzt baut er die Batterien. Aber wir wollen auch etwas weiteres machen. Und zwar vielleicht mal ein bisschen in der Gegend aufräumen, denn wie man gesehen hat... Die gesamte Gegend ist voll mit irgendwelchen Gegnern, was ja nicht so gut für meine Performance ist. Muss ja mal an der Stelle gesagt werden. Deswegen, wenn wir den Basisbau hier kurz ein bisschen unterbrechen, denn es sieht ja schon mal gut aus. Es sieht ja schon mal richtig gut aus, möchte ich mal behaupten. Stattdessen werden wir hier ein bisschen was Neues aufbauen. Unser Gefährt hier, so schön und so gut es ist nicht das Optimalste auf der Welt. Deswegen ziehe ich tue jetzt mal kurz. Na? So, dagegen fahren lassen. Wunderbar. Was hier vorhabe, ist, etwas Neues aufzubauen. Und zwar mit der Venturkabine. Yep, es war was Schnelles. Die Venturkabine hier hin. Zack. Und dich übernehmen wir auch direkt mal. So. Du wirst unser Schlachtschiff für die Zukunft werden, deswegen auch Mentorkorb. Wir werden mit diesen Bausteinen uns etwas zurechtbauen, sagen wir es mal so. Dazu müssen wir ein bisschen mit denen hier arbeiten. Bauen wir uns erstmal ein gewisses Grundchassis auf. Natürlich die Fahrerkabine ist wie immer schön versteckt. Wunderbar. Dann probiere ich etwas aus, was ich schon mal versucht habe und wo nicht geklappt habe. Ich versuche mit Hovern zu arbeiten. Und hoffe, dass diesmal etwas besser klappt. Das ist nur eine Frage an die Lieferkörner. Gyrostabilisatoren, die sind ganz, ganz wichtig. Aber habe ich denn Dark Spoiler? Ach, ich habe davon noch gar keine. Ach. Das ist natürlich doof. Ich meine, normale Rätsel sind natürlich auch interessant, aber... Ich wollte hier eigentlich einen schwebenden Flitz machen. Die schwarze würde ich auch ein bisschen mit verbauen, die ganzen Hawkeye-Sachen, aber das kommt eher zu einem, sag mal, etwas größerem Panzer. Kann es sein, dass ich... Ah, hier habe ich es doch. Große Schwebepads, die brauchen wir doch. Zack und zack. Ich glaube, ich hatte das Problem, dass ich die nie wirklich kontrollieren konnte. Der haut jetzt schon ab. Der haut jetzt schon ab, okay. Da muss ich mir ein bisschen was ausdenken. Dafür muss ich aber noch ein bisschen was am Chassis machen. Das mit Standardblöcken. Ich hätte gerne ein paar größere Blöcke, aber... Was soll's, was soll's. Das Wichtigste ist, wir bauen uns hier... Sagt es mir... einen gewissen kleinen Kampfpanzer aus. So, hier gehen wir ein bisschen... Ups, das war zu viel. Ein bisschen nach außen. Und sagen dann, ihr hier werdet hier angebracht. Brauchen wir natürlich noch ein paar, hier vorne und hier vorne. Das sollte das Gewicht eigentlich recht gut tragen, mit Betonung auf sollte. So, Hornsteuerdüsen, davon haben wir wenig, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen... Na... Wir müssen ein bisschen was produzieren, so wie es ausschaut. Kann das sein, dass das hier auf Auto... Oh je. Jetzt habe ich es gerade weggemacht, oder? Macht nichts aus. Okay. Hallo? Ich würde lieben gerne... Oh, ich sehe gar, ich habe hier einen kleinen Baufehler gemacht. Ich würde auch gerade da drüben noch was machen eigentlich. So und so. Der kommt da mal so hin. Und der kommt hier nach unten hin. Passt schon ein bisschen mehr. Gut, dann schauen wir die eine Schub, die sie hin. Und hoffen, dass ich mit der etwas nach vorne komme. Die tun wir auf ein bisschen. So, den Repeater mal ausstellen. Ich will hier nämlich eigentlich gleich noch was anderes bauen. Es ist schön und gut, dass der hier meine Ressourcen so gut verarbeiten kann, aber... Ich brauche was anderes, ich brauche was anderes. Nope, das brauche ich auch nicht. Ist ein bisschen zu viel am Rumgedeichseln.
So. Hier benötige ich. Das ist dann wahrscheinlich Fortbewegung. Nein. Die Gebirge. Okay, zu was gehören denn diese Hoverteile eigentlich dazu? Mobiler Brennstoffgenerator. Natürlich auch eine geile Sache. Produktionsgelände. Kampfbirke. Ach, zu Kampfbirken gehört das Ganze. Okay. Dann hätte ich gerne hiervon. Zack. Hätte ich gerne ein bisschen was. Ein bisschen unendlich gebaut. Und du hier kommst mir nochmal her. Du bleibst hier schön hinten stehen. Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis wir hier ein, zwei Sachen haben. Wobei, es schaut so aus. Was brauchst du? Das Plumbit-Erz. Genau das, was ich jetzt nicht mehr habe, so wie es ausschaut, oder? Ja. Genau das ist, was ich nicht mehr habe. Aber wir haben ja festgestellt, es gibt einen schnellen Weg. Wo haben wir es denn hier? Ein bisschen was zu bekommen. Und der nennt sich einfach Recyceln. Na komm, einmal rumschwenken. Dankeschön. Ich bin noch nicht in Reichweite. Ah, hier jetzt da. Es dauert dann nur ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen dauert es einfach. Aber sobald ich es habe, wupp, Dankeschön, alles mit hochnehmen, sollte ich die Rohstoffe, die ich brauche, ziemlich schnell bekommen. Doch, das sollte eigentlich genug. Ja, gut, machen wir ein bisschen mehr. Wir können hier schon ein bisschen mehr machen. Wie schaut es mit Geokopteilen aus? Da haben wir jede Menge Basisblöcke. Bis zum Umfallen sogar Basisblöcke und auch jede Menge Panzerblöcke sehe ich hier gerade. Kleine Aufprallpanzerung. Ich glaube, die können wir auch etwas auseinandernehmen. Plumbert, oh. Ich sehe gerade, der hat seinen Spaß auf jeden Fall. Der hat seinen Spaß. Okay. Lassen wir das erstmal so. Wir sagen hier Endlosproduktion, damit hier ein bisschen was ansteht. Das Zeug kommt nach und nach in die Lage rein. Funktioniert. Okay. Also wir können uns derweil hier ein bisschen konzentrieren auf das, was wir hier erreichen möchten. Und zwar wäre das einmal alle Blöcke. Dankeschön. Wenn, dann möchte ich schon alles sehen. Flammenwerfer. Ja, da brauchen wir nicht unbedingt. Wir möchten eher in den Fernkampf übergehen. Eine Reparaturblase. Die wäre etwas. Haben wir eine Energiezellen? Haben wir gar keine. Wie wäre es denn mit dieser großen Geokorb-Energiezelle? Könnte man die irgendwie hineinbauen? Ich glaube eher weniger. Ich glaube eher weniger. Kann das mal eben angezogen werden irgendwie? Vielleicht so ein bisschen. Kannst du auch hinstellen. Wird ja auch nichts dagegen sprechen. Hüp. Ein bisschen ums Eck rum. Und hoffen, dass hier was aufgenommen wird. Beziehungsweise haben wir bestimmt noch. Yep. Einen von denen hier haben wir noch da. Oder zwei davon. Dann müssen wir sagen, GSO. Inventurkorb, keine Batterien. Oder hat Hockey vielleicht Batterien? Die haben bloß eine langgezogene Reparaturblase. Was ich aber auch geil finde. Sieht auch recht gut aus. Gefällt mir. Okay, du kommst jetzt mal hier hin. Für all das, was ich nicht brauche, das darfst du hier mal einkassieren. Flügelspitze. Nein. Was haben wir denn hier? Da haben wir es doch jede Menge. Jede Menge wunderbare Batterien. Die können wir auch richtig gut hier einbringen. Und ja, ist ja gut, ist ja gut. Saug das mal ein, Dankeschön. Den Gyroskop können wir dann hier nach oben verfrachten. Beziehungsweise einen bauen wir hier hin. Und einen dann nach hinten. Und hoffentlich reicht mir das aus. Also Energie sollten wir dadurch mehr als genug haben. Ja, doch. Wir sind ja ein kleiner, schneller Einkreistrupp. Wir müssen ja nicht 5000 Jahre im offenen Feld verbringen. So.
Zwei Gyros, wunderbar. Ventura-Empfänger brauchen wir nicht. Spoiler, kombinierter Kraftstofftank brauchen wir auch nicht. Booster, dekorativer Spoiler, nein, das brauchen wir jetzt nicht. Das muss nicht sein, da kommen wir auch so gut zurecht. Okay, die Schildblase ist ein bisschen klein, möchte ich gestehen. Das geht doch bestimmt auch ein bisschen besser. Was ist bei dem Hawk, ey? Können wir nochmal gucken. Die müsste doch bestimmt ein bisschen größer ausgelegt sein, oder? Ja, die ist größer ausgelegt, die verwenden wir auch. Ich glaube, da sind wir recht gut dabei, wenn wir die mitnehmen. So, zwar hier rüber. Ja, vielleicht ein bisschen mehr nach vorne. Muss gerade gucken. Es ist auf jeden Fall mal alles drinnen. Okay. Das ist gut. Hat Venturo-Kopf vielleicht noch? Reparaturblasen? Nein, ich glaube, die haben keine Schilde. Das heißt, reguläre Schilde müssen wir wieder aus der GSU-Abteilung rausnehmen. Und zwar Schildblase hier. Zwei Schilde. Wir wollen ja in dem Sinn kompakt bleiben. Und warum? Ah, dann wahrscheinlich wieder das Holzproblem. Moment, haben wir gleich, haben wir gleich. Erst einmal du. Du musst dich ein bisschen anders hinstellen, so wie es ausschaut. Na? Na, kommst du her. Da. Das war ein der andere so mal weggeschoben hat. So, besser. Wie schaut's hier aus? Holz haben wir hier jede Menge. Holz haben wir wirklich jede Menge. Können wir das nicht irgendwie verarbeiten? Oder sonst irgendwas mit anstelle? Eine Lieferkanone. Die stellen wir jetzt mal dahin. Jetzt verkaufen wir das Zeug einfach mal alles. Wir da noch einen Empfänger irgendwie hinstellen? So, damit ich mir weniger Arbeit machen muss vielleicht. Eventuell irgendwie. Ein kleiner Empfänger, ja, besser als nichts. Besser als gar nichts. So. Runde mit dir, runde mit dir, runde mit dir. Alles runter. So schnell wie nur irgendwie möglich. Sollen wir hier vielleicht auch noch was hinstellen? Ich glaube ja. Und am besten hier auch noch. So. Das ist mein Schnellverkauf für den Anfang. Ach, hier kommt erstmal gar nichts rüber. Okay, ich sehe schon das Problem. Ich sehe schon das Problem. Eine kleine Fahrerkabine brauche ich mal. Den übernehmen wir jetzt mal. Das heißt nämlich, wir haben ja zwei Bahnen, die einmal so und einmal so gehen, aber nicht ineinander irgendwie schwer rein. Also die teilen sich gerade das Zeug nicht. Das heißt, ich müsste gucken, ob ich bei Manufacturing so ein Teil hätte. Federfließband, Förderband, GSU-Generator-Fließband. Was ist das hier? Bin mir gerade uneins. Okay, es kann in beide Richtungen gehen. Jetzt sind wir zu Hause. Okay. Jetzt wird auch hier ein bisschen was wieder rausgenommen. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch richtig gut. Das soll hier auch. Weil zu viel Holz ist definitiv nicht gut. An sich muss ich mir da noch eine schöne Sache überlegen, aber ich wollte ja eigentlich etwas kämpfen und so ein bisschen Platz schaffen. Aber na gut, was soll's, was soll's. Man kann in dem Fall ja nicht alles haben. Hauptsache, unser Strom und Materialien wird hier etwas, na, komm, etwas weniger. Hallo? Moment, Moment, du da hinten. Du da hinten, wo willst du denn auf einmal hin? Moment. Wir haben dir nicht erlaubt abzuhauen. Sage mal. Ich
Das haben wir ein Problem. Wir haben natürlich noch nichts in Sachen Antriebe für ihn. Können wir vielleicht ein bisschen. Boah. Ich würde sagen, ich gebe ihm jetzt einfach mal kurz Rede mit, aber das möchte ich auch nicht wirklich. Haben wir irgendwelche Antriebe oder sowas? Irgendwie Propellermaschine. Ja, hier guck, da haben wir noch einen Propeller. Mit dem kann man doch bestimmt irgendwas machen. Ja, so kommen wir zumindest teilweise zurück. Andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Stahl den doofen Motor. Stahl den Motor, so, und einmal nach vorne. Einmal nach vorne, nicht zum Gegner hin. Dankeschön. Oh, je, 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 je. Okay, das ist definitiv nicht gut. Oh. Und wieder zurück, und wieder zurück. Komm, komm, das war schon richtig, das war schon gar nicht mal so falsch. Na? Wenn wir jetzt noch ein bisschen nach rechts fliegen könnten, das wäre wunderschön. Na, 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 na. Oh Mann. Das Ding macht mich jetzt schon fertig. Okay, Idee, Idee. Das Ding bauen wir jetzt ein. Das bauen wir jetzt sowas von ein. Hier, zack. Lieferkanone hier hinsetzen. Lieferkanone hier hinsetzen. Lieferkanone hier hinsetzen. Lieferkanone hier hinsetzen. Und dann auch hier eine. Und hier eine. Und hier eine. So. Wer es denn jetzt noch abhauen kann, dann weiß ich auch nicht. Okay, wesentlich besser. Okay, das Ding ist im Weg. Dann kommt das mal weg. Ja, ja. Okay, jetzt kommt auch nach und nach wieder eine gewisse Produktion hier rein. Das ruht aber natürlich nicht. Oder so gut wie gar nicht, so wie es ausschaut. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich ganz und gar nicht sogar. Okay, gut, was soll's. Ein paar Rohstoffe weniger. Hallo? Könntest du eventuell da bleiben? Dankeschön. Ich möchte das Zeug einfach abhauen. Ich glaube, ich spinne. Ja, das war einfach so ein bisschen vor sich hinarbeiten. Passt schon, passt schon. Aber jetzt ist wirklich die Frage, haben wir von dem roten Zeug noch was? Ein bisschen. Bräuchten sogar noch mal einen von diesen hier. Wir haben hier einen roten Stein. Aber wir haben sogar ein paar rote Steine. Also wir können hier ein bisschen was vor uns her produzieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Weiß haben wir auch mehr als genug. Ist im Klartext. Wir können wieder nach zu dem da hinten hingehen. Und hoffentlich ihm jetzt mal ein paar neue Düsen oder sowas geben. Beziehungsweise, was wir hier hinten jetzt bräuchten, wäre eigentlich. Na, guck, Propeller, die habe ich doch gesucht. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. So, das da hier. Und ich bitte darum, die ganzen hier dann. Ist Nirvana zu schießen? Na, die sind alle noch verankert. Da muss ich kurz warten. Ich möchte ein bisschen Baufreiheit haben, sagen wir es mal so. Das brauchen wir alles nicht mehr. Der Propeller kann auch weg. Wir sind ja schließlich kein Flugzeug oder dergleichen. Wir sind ein Bodenschweber. Zwar ein richtig toller Sommer werden. Okay, Schubdüsen. Schubdüsen war bei Kampfblöcken. Jupp, da haben wir es wieder schon. Jupp, damit kommen wir doch wesentlich besser zurecht. In der Theorie sollten wir sogar in der Lage sein, mit den Sachen hier jetzt zurückzukommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Na? Es geht, es geht, es geht. Es geht. Jupp, wir sind nicht die Schnellsten, aber es funktioniert zumindest. Und wir sind mit dem Ding dann mehr als überladen. Okay, wir brauchen mehr Schweber. Wir brauchen definitiv mehr Schwebeinheiten hier unten drunter.
Beziehungsweise, was wir noch bräuchten, wäre vielleicht ein kleiner Rad, wenn wir eh schon den Hohlraum haben. Das heißt, nee, ich möchte eigentlich außen draußen hinbauen. Wollen wir da lieber nochmal eine kleine Batterien. Passt schon. Man kann ja in dem Sinn nie genug Batterien haben. Das ist jetzt natürlich nicht symmetrisch gebaut, das heißt. Müssen wir mal so bauen und so bauen und so bauen und so bauen. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber wir sollten so auf jeden Fall vorankommen. Yep. Oh, das ist natürlich noch wesentlich besser. Hallo? Ich möchte geradeaus fahren. Ich weiß, es ist schwierig, nur geradeaus zu fahren, aber das sollte doch im Bereich des Möglichen sein. Dankeschön. Wunderbar. Das heißt, wir bräuchten noch ein paar andere Antriebe oder dergleichen um. Jupp. Zack und bang. Wir sind zu Hause, um hier was ausrichten zu können. Heißt so viel wie, wir gehen jetzt mal hier ra. Na, komm schon. Muss kurz noch ein bisschen nach vorne fahren. Ich möchte nämlich die Produktion hier verändern, dass die hier aufhört. Ich bin echt zu weit weg, das gibt's doch gar nicht. Okay, wo waren sie? Hier waren die Propeller. Kommen wir hier rüber. So, die brauche ich doch. Okay, mit denen komme ich auch zurecht. So, du aufhören. Den einen, wo du baust, darfst du noch bauen, danach aber nicht mehr. Denn wir brauchen normale Schwebeblöcke. Terraprob-Schwebeblatt. Große Schwebeplattform. Okay. Wir bauen die kleinen. Die kleinen, wir brauchen auch Holz, das heißt, unsere Lage dürfte sich etwas erholen, sagen wir mal so. Und wiederholt bauen. Mach einfach mal. Wir haben ein paar blaue, wir haben jede Menge Holz. Damit sollten wir eigentlich gut zurechtkommen. Okay, wir brauchen auch diese großen Teile hier. So wie das Ganze ausschaut. Um eine gewisse Art der Fortbewegung zu erreichen. Was ist, wenn man die hier hinten hinbaut? So rüber und so rüber. Sieht ja gar mal so verkehrt aus. Es geht natürlich nicht. Wir brauchen schon mal einmal links und einmal rechts. Das heißt, alternativ könnten wir vielleicht sagen. Na, hier ist so seitlich nach oben. Warum nicht? Aber dann kriegen wir keinen zweiten mehr hin. Schade war's. Schade war's. Dann müssen wir wirklich hier draußen nochmal was überlegen. Wir lassen ihn mal weg und schauen mal, ob wir noch irgendwas anderes haben. Irgendetwas. Große Benzintanken? Nein, wir können auch eine kleine Rakete machen. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht mal so das Verkehrteste. Gesagt, getan. Raketen sollen es sein. Hehehehe. Jetzt auch den hinbauen, aber ich glaube, der ist ein bisschen Overkill. So ein klitzekleines bisschen wäre der wahrscheinlich Overkill. Okay, die Plattform hier unten braucht. Die brauchen wir nicht mehr. Stattdessen brauchen wir bloß die kleineren dann hier noch. Soll ja schließlich nach was ausschauen. Sorry. Eins, zwei, drei und vier. Dann warten wir, bis der Rest gebaut ist. In der Zwischenzeit übersägen wir uns jetzt noch was. Und zwar bräuchten wir so ein bisschen was in Richtung Panzerung auch. Das heißt, wir gehen zu unserem GSO hin und gehen auf die gute Waffenblöcke. Nein, Stahlblöcke? Stahlblöcke, okay, es ist Stahlblöcke. Gewinkelte Einerblöcke. Dürfte uns wahrscheinlich ein bisschen schwer machen. So ein bisschen arg schwer. Schauen wir mal. Ich schaue das momentan aus. Ups. Gewöhnungsbedürftig, aber möglich. Zack. Da machen wir auch noch ein bisschen was.
Yep, es braucht einfach ein bisschen. Mit ein bisschen meine ich wirklich, es dauert ein bisschen. Damit sich dann zurechtzufinden, das könnte ein bisschen dauern. So geradeaus, aber wir wären zumindest schnell unterwegs mal. Das wäre ja schon mal etwas. Rechtwinklige Träger. Die könnten wir natürlich auch verbauen. Moment, da habe ich eine Idee. Da habe ich jetzt gerade eine Idee. Was ist, wenn ich die Dinge hier so hinbaue? Für den da hier. Der wäre noch im Bereich des Schutzschildes und es sieht gut aus. Ich nochmal behaupten, es hat doch was, oder? Es hat doch Style. Halt nach oben. Nach oben, Dankeschön. Dann hier rüber. Dann können wir nämlich nochmal so ein paar Rotoren hinbauen und müssten ja eigentlich ein bisschen schneller in der Gegend sein. Machen wir alle Blöcke. Jetzt reicht's. So. Und so. Dann haben wir hier noch ein paar Unterschwebeblöcke. Das Ganze noch ein bisschen ausgefeilt zu machen. Denn je mehr wir an Schwebeeinheiten haben, umso glücklicher bin ich auch. Wir haben hier Panzerung, wir haben hier Panzerung und könnten hier eigentlich nochmal was hinbauen, aber das wäre ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel. Wir dürfen ja auch nicht zu viel darauf machen. Die Frage ist, sollen wir da normale Standardblöcke machen oder sollen wir. Die machen wir so. Zu den gefestigten Kernbereich des Ganzen. Jupp. Damit bin ich einverstanden. Denn immerhin benötigen wir noch etwas, und zwar Waffensysteme, und die belassen wir jetzt mal bei Ventura Corp. Jetzt ist die Frage, welche wir machen. Geringe Reichweite, hoher Rückstoß. Dieses Ding ist eine Bestie. Hohe Feuerrate und mittlere Reichweite, wenn auch nicht allzu stark, das macht nichts. Vereinzelt hohe Feuerrate, schlechte Zielgenauigkeit. Ich glaube, da machen wir Hagelfeuer. So ein bisschen von weiter weg drauf schießen. So und so. Das Ganze noch von der anderen Seite. Jetzt ist die Frage, könnten wir vielleicht sogar noch so ein. Das Ding ist natürlich geil. Das ist episch, aber ich bezweifle irgendwie. Ja, wobei, Moment, wir haben ja hier Möglichkeiten. Moment. Was ist, wenn ich jetzt das Ding hier vorne hin mache? Einfach nur diese beiden hier. Was richtet das Ding an? Auf jeden Fall ziemlich vorderlastig mit dem Ganzen. Wie vorderlastig ich bin. Huiuiuiui. Tja, ich glaube, da ist der Schweber nicht so ganz dafür geeignet. So, brauchen wir noch vier Stück davon, dann haben wir die ganzen Unterboden voll. Okay, dann können wir das mal getrost lassen. Rendiert sich nicht. Für das Ding, was wir hier zusammenbauen, da rendiert sich's leider gar nicht. Dynamik. Da schauen wir eher, dass wir mit denen hier noch was reißen können. Dann haben wir seitlich was, wir haben nach vorne was. Und sollten eigentlich gut bewaffnet sein. So. Dann benötigen wir noch diese Schubdüsen hier irgendwie an die Seite ran. Und das machen wir, indem wir sagen. Der hier. Muss ich den so hinbauen? Oh, yep, so rum hinbauen. Wunderbar. Dann geben wir ihm noch mal sowas hier mit. Vielleicht nicht das Schönste von der Welt, aber es funktioniert. Wobei, wir könnten das vielleicht sogar eine Stufe nach unten verfrachten, muss man sagen, hierhin nur. Das wäre sogar noch im Schutzschild drin, aber nee, da hinten ist egal. Da hinten ist egal, da kann man das so ruhig nach da oben hinbauen. So.
Wir hätten unsere Feuerkraft schon mal. Was nicht schlecht ist. So. Naja, das war falsch. Das war ein bisschen falsch. So rüber. Dann sagen wir hier nochmal einen hin. Machen uns hier einen kleinen Block so rüber. Wobei, nee, komm, lass mal. Den einen da oben können wir lassen. Da schauen wir jetzt immer noch, dass wir sagen, ein Venturi-Radar drauf bauen. Damit es nach was ausschaut. Ein paar Strahlen nach vorne richten, dass wir auch was sehen. Was bist du? Leuchtstreifen. Also, wann haben wir bloß einen einzigen? Ist natürlich doof, wenn wir bloß einen einzigen haben. So, du hörst mal auf, das hier zu bauen. Bevor du den letzten gebaut hast, bist du mal entlassen für den Anfang. Lass mir die auch mal weg. Wenn die Ringstreifen nichts bringen, dann lassen wir sie mal weg. So, ihr beiden könnt aber noch nach da hinkommen. Und wir gönnen dem Ganzen noch. Boah, was gönnen wir ihm noch? Keine Ahnung, was das gut ist, aber wir gucken mal. Weg damit. Wir schwanken leicht in eine Richtung, okay. Das heißt, wir haben hier irgendwo noch ein kleines Defizit drinnen. Keine Ahnung wo. Haben wir jetzt keine. Achso, da sind die Planten drin. Ich vergesse mich, ich muss ja hin und her switchen, wenn ich die Sachen haben möchte. So, 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 so. Ja, er braucht ein bisschen, aber es ist machbar. Es ist machbar. Damit kommt man zurecht. Wir sind ein bisschen schwer, muss ich gestehen. So ein klitzekleines bisschen. Okay, und ich habe verstanden, für was die hier hinten gut sind. Das heißt, wir brauchen euch zwei zum Beispiel schon mal gar nicht da. Dafür haben wir jetzt die hier da auf jeden Fall. So für einen Notfall zum Entkommen. Mehr brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht. Vielleicht ein paar mehr Schwebeeinheiten wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was ist, wenn ich das hier ausbaue und das hier ausbaue und dafür hier noch zwei Schwebeeinheiten baue? Bringt mir das irgendwas? Ich glaube eher weniger. Nee, lass uns bei der Panzerung. Lass uns dabei und guck mal, was es im Kampfeinsatz hinzu bringt. Unser neues Gefährtchen. Panzerung war das da hier. So. Passt und läuft. Jetzt die Frage, das Ding können wir jetzt noch. Können wir doch überhaupt das Ganze noch abspeichern, wenn wir jetzt nicht irre. Gegen das Snapshot machen. Teletech Player 8. Nein, das ist unser wunderbares. Also, Tweet habe ich gar nicht. Müssen wir vielleicht mal zulegen. Das ist unser. Schneller, 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 schneller. Wie nennt man es am klügsten? Der Ventura Speeder. Speichern, wunderbar. Weil es ist, kann ich das jetzt nämlich nachkaufen und nachbestellen und überhaupt bin ich glücklich mit der Welt. Alles klar. Wie das Ganze aber im Kampfeinsatz wirkt, das erfahrt ihr in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dato aber für euch alle viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dato macht's gut, hören wie immer. Tschüssi. So, Collision, auf in den Kampf.